Frankreichs Regierung hält an ihrem Vorhaben fest, zum kommenden Jahreswechsel auf den monatlichen Lohnsteuerabzug umzusteigen. Das sagte Ministerpräsident Édouard Philippe. In Zukunft soll die Lohnsteuer, wie etwa in Deutschland üblich, direkt über den Arbeitgeber eingezogen und nicht mehr nachträglich durch den Steuerpflichtigen erklärt werden. Ich kann Ihnen sagen, Ihnen garantieren, dass ab 1. Januar des nächsten Jahres die Einkommenssteuer an der Quelle erhoben wird und dass das für die Steuerzahler sehr einfach wird. Dies ist eine gute Reform, twitterte er, die sich dem Leben der Franzosen anpassen wird, sodass wir die Franzosen nicht darum bitten müssen, dass sie sich daran anpassen. Zuletzt waren Zweifel aufgekommen, ob die Reform umgesetzt wird. Präsident Emmanuel Macron hatte die Befürchtung geäußert, eine solche Umstellung könnte ihn weiter Beliebtheit kosten. Die Unternehmen scheuen die zusätzliche Bürokratie, Steuerzahler den Datentransfer, Testergebnisse waren wenig ermutigend.